Vielen Dank, lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es kann nicht sein, dass der Mittelständler vor Ort seine Steuern ordnungsgemäß abführt, aber große international operierende Unternehmen, einige mit dem einen oder anderen Trick, es doch auch schaffen und mit Gestaltungen auf teilweise winzige Steuersätze und Steuerbeiträge zu kommen. Die Freien Demokraten haben schon 2017, ganz zu Beginn der Wahlperiode, einen Antrag zu diesem Thema vorgelegt. Unsere Ausschussvorsitzende Bettina Stark-Watzinger war da maßgeblich beteiligt. Ich kann das bestätigen. Und ganz aktuell, unsere liberale Kommissarin Margarete Vestager geht in Europa ganz konkret und sehr konsequent auch gegen solche Tricks vor, wie beispielsweise auch gegenüber Apple. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Formen von Steuervermeidung sind ja nun nicht nur ein Thema der Digitalwirtschaft. Viele bekannte Fälle wie Starbucks oder IKEA sind ganz klassische Unternehmen, die im Hauptfall überhaupt keine digitale Dienstleistung anbieten. Und, lieber Lothar Binding, die Firmen, die man da treffen will mit so einer Digitalsteuer, Google, Amazon, Apple, Facebook, die da immer genannt werden, die haben nun zweifelsohne Betriebsstätten, also die findet man auch in Wirklichkeit und da sitzen Mitarbeiter. Also das Argument, da findet man keine Betriebsstätte, trifft auf die Hauptbeispiele für die Digitalsteuer ja gerade nicht zu. Insofern überzeugt das an der Stelle, glaube ich, nicht vollends. Wir haben den BEPS-Prozess bei der OECD, der versuchen soll, grenzüberschreitende Steuergestaltungen in den Griff zu kriegen. Den finden wir Freien Demokraten auch gut und richtig. Und natürlich muss man bei BEPS auch auf die Besonderheiten der Digitalwirtschaft eingehen. Das sind Geschäftsmodelle, wo sehr viel mit geistigen Eigentumsrechten operiert wird, wo Lizenzgebühren bezahlt werden und andere Dinge wahrscheinlich mehr als bei anderen, in anderen Branchen. Und das muss bei BEPS berücksichtigt werden. Natürlich gibt es Besonderheiten digitaler Geschäftsmodelle, die man damit einbeziehen muss. Aber neue Sondersteuern für Digitalunternehmen sind definitiv der falsche Weg. Wir brauchen faire und gleiche Besteuerung für alle Unternehmen, ob groß, ob klein, ob analog, ob digital, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Kollege Binding, ich will Sie schon fragen, wenn Sie jetzt die Online-Werbung über eine neue Digitalsteuer besteuern wollen, wo liegt denn nun gerade bei der Online-Werbung eigentlich der Unterschied zur konventionellen Werbung in einem ausgedruckten Printmedium? Beides ist Werbung, beides richtet sich an einen gewissen Nutzer, beides kann auch in einem Land stattfinden, das ein anderes ist als das, wo die Firma sitzt, die die Werbung schaltet. Ich sehe gerade bei dem Beispiel, das Sie besteuern wollen, überhaupt keine Unterschiede zwischen analog und digital. Und insofern müssen wir da, glaube ich, auch noch mal nacharbeiten. Einseitig verhängte Digitalsteuern jedenfalls führen zu einer Zersplitterung, führen dazu, dass alle Länder sich überlegen, wie kann ich das so gestalten, dass für mich das Maximum an Aufkommen rauskommt. Aber das führt auch nicht dazu, dass es insgesamt auf der Welt leichter wird, digitale Services, digitale Leistungen zu erbringen. Einseitige Steuern, und das gilt auch für etwas, was die EU einseitig macht, erst recht aber für etwas, was Deutschland einseitig macht, führen auch nur zu Gegenreaktionen. Man kann sich doch nicht vorstellen, dass beispielsweise ein großes Land wie China mit 1,3 Milliarden Menschen es einfach so passieren lässt, dass man digitale Leistungen, die vielleicht aus China nach Europa erbracht werden, hier besteuert, ohne dass das Gegenreaktionen auch gegen unsere eigenen Unternehmen dort zur Folge hat. Also man möge das bitte auch zu Ende denken. Und nicht zuletzt droht natürlich auch der Abfluss von Steuersubstrat aus Deutschland. Das kann sehr, sehr gut sein, dass wenn wir Deutschen diese Diskussion bis zum Ende treiben, den Betriebsstättenbegriff umdefinieren, den Betriebsstättenbegriff stärker daran ausrichten, wo die Nutzung einer Leistung stattfindet, wir als Exportland, das sehr viel hier produziert, aber im Ausland verkauft, am Ende weniger Steuern in Deutschland haben werden, weil andere sagen, werden besteuert wird da, wo es genutzt wird. Und mich erinnert dieses Prinzip, besteuern da, wo die Nutzer sitzen und wohnen, eigentlich an den Gedanken des Zolls. Das ist eigentlich das, was Donald Trump in den USA proklamiert. Der sagt, wer den amerikanischen Verbrauchern etwas verkaufen will, der muss dafür ein Eintrittsgeld zahlen. Das sagt er beim Güter-, beim Warenverkehr. Wir sollten es bei digitalen Dienstleistungen nicht in gleicher Weise sagen. Stattdessen eine umfassende und faire Unternehmenssteuerreform in Deutschland, die für alle Unternehmen eine faire, angemessene und international wettbewerbsfähige Besteuerung schafft. Herzlichen Dank.